Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Wir gewinnen gegen Admira mit 2:1. Wir bleiben ungeschlagen, 5. Spiel in Serie. Markus, dein Resümee. Ja, zuerst einmal freut es mich sehr, dass wir heute gewonnen haben. War kein leichtes Spiel. Warum? Weil wir zwar gegen den Tabellenletzten gespielt haben, aber wenn man die letzten Spiele von der Admira analysiert hat, dann hat man einfach gesehen, dass die Mannschaft funktioniert, dass die Mannschaft ganz knapp davor steht, sie mit 3 Punkte zu belohnen. Und dementsprechend, glaube ich, bin ich heute wirklich auf die Jungs stolz, weil sie von Anfang an versucht haben, das Spiel zu gestalten. Sie versucht haben, den Gegner zu bespielen. Trotz schwieriger Bedingungen. Ich glaube, dass der Platz einfach auch in vielen Bereichen da nicht wirklich förderlich ist. Aber ich glaube, dass die Mannschaft das trotzdem richtig gut gemacht hat. Und ja, sie mit einer Standardsituation einmal belohnt hat. Das ist etwas, was, so finde ich, wo wir noch viel besser sein können. Haben dadurch eine Situation geschaffen, dass wir den Gegner einfach unter Druck gesetzt haben. Ich glaube, dass wir nachher richtig gut im Spiel waren. Durch eine dumme Aktion haben wir den Ausgleich bekommen. Und ja, ich finde, dass die zweite Halbzeit auch sehr, sehr klar gestaltet wurde. Das Tor zum 2:1 war für mich nicht unverdient. War für mich sehr, sehr gut herausgespielt, wo wir einfach genau diese Themen auch in der Vorbereitung besprochen haben. Ja, und am Schluss, muss man sagen, haben wir vielleicht auch das eine oder andere Quäntchen Glück gehabt, dass die Admira sich ja, nicht mit dem Ausgleich belohnt hat. Aber ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, über die 90 Minuten ist es ein verdienter Sieg mit sehr, sehr viel Investment von unserer Seite. Danke. Christoph. Wir sind oft da gesessen und du warst sehr unglücklich, weil deine Mannschaft in Rückstand geraten ist. Mal in der zweiten Saison, ihr habt den Rennspiel die ganze Woche damit konfrontiert, aber diesmal ist jetzt endlich mal in Führung gegangen. Wie wichtig war auch diese Führung, vor allem wenn man sie in der Entstehung sieht? Hast du diese Situation auch gesehen? War deiner Meinung nach diese Vorlage bleiben auch der Ball? Nein, habe ich jetzt weder im Fernsehen noch gesehen, gar nicht. Also, ich glaube, dass es oft sehr, sehr spannend ist, wie meine Mannschaft im Rückstand reagiert. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Spiele wir heuer gehabt haben. Ich glaube, 14 Spiele, wo wir im Rückstand waren. Die Art und Weise, wie sie sich zurückmeldet, ist für mich teilweise verrückt. Ich würde mir oft wünschen, dass es vielleicht nicht so weit kommen müsste. Deswegen ist es auch heute für mich sehr, sehr spannend gewesen. Ich glaube, wir haben ein paar Minuten gebraucht, wir haben 4-5 Minuten gebraucht, bis wir wirklich im Spiel waren. Bedingt der Tatsache, dass wir einfach unsere Lösungen finden wollten. Und die sind uns so am Anfang nicht gelungen, ein paar Minuten. Aber desto länger das Spiel gedauert hat, desto klarer war das nachher, dass wir unser Ding durchdrücken. Wir wussten, dass wir bei Standards ein Thema haben können, offensiv, weil weil wir einfach, so finde ich, mit dem Sascha Orbert einen Spieler haben, der die Bälle sehr, sehr gut zur Mitte bringt. Und freut mich, dass wir uns da heute belohnt haben. Und mit dem 1:0, sage ich einmal, hat meine Mannschaft einfach dort weitergetan. Das hat für mich sehr, sehr gut ausgesehen. Nochmal die Geschichte zum Ausgleich war Outball, wo, glaube ich, noch einmal der Lukeneder drüber geschlagen hat und dadurch ist der Ball noch von Stachel geendet. Und der hat den natürlich top getroffen. War aber für mich jetzt die erste Aktion von der Admira. Und wir haben das auch in der Halbzeit ganz klar analysiert und besprochen, was wir besser machen müssen, vor allem in der letzten Zone, weil uns da noch die Präsenz oft gefehlt hat. Und ich bin froh, dass sie die Mannschaft mit so einem Spielzug belohnt hat. Und ja, bin froh, dass wir so ein wichtiges Spiel für uns entschieden haben. Clemens. Vielleicht sehr subjektiv einfach, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass du gerade in der ersten Halbzeit in deiner Coaching-Zone sehr aktiv und sehr laut warst und in der zweiten Halbzeit viel, viel leiser, als was schon gewohnt war. Ich habe es anders in Erinnerung. Jetzt dann auch rein subjektiv. Ich habe in der ersten Halbzeit ein unglaublich gutes Gefühl gehabt. Nicht nur durch das Tor. Ich war nicht einmal aufgeregt, wie der Ausgleich gefallen ist, weil ich gesehen habe, wie wir im Spiel sind. Die Mannschaft hat alles das umgesetzt, was wir wollten. Was wir brauchen, ist halt auch immer noch dieses Momentum im Spiel, dass wir uns in die letzte Zone noch gezielter vorarbeiten können. Deswegen noch einmal. Die Art und Weise, wie das zweite Tor erzielt worden ist, ist, wie soll ich sagen, das kannst du am Trainingsfeld nachstellen, aber wenn es die Mannschaft noch so umsetzt wie heute, dann ist es natürlich sehr erfreulich, dass sich der Flecki wieder belohnt hat, ist gewaltig und freut mich auch sehr für ihn, weil er wirklich sehr, sehr viel investiert und wir natürlich durch ihn
ein Element dazu bekommen haben, das sehr, sehr unangenehm für jeden Gegner ist. Der Spielzug vom zweiten Tor, Spielzug gewesen, den ihr so wirklich gearbeitet habt? Also, die Zonen, die Art und Weise vom Anlauf, wie der Gegner anläuft, wo wir die Räume haben, waren mit der Mannschaft im Vorfeld definiert. Nochmal, es ist immer was anderes, wenn du das auf dem Trainingsfeld nachstellst oder auf der Taktiktafel nachstellst. Das lebt erst am Spielfeld. Und ich glaube, dass der Lukeneder den ersten Ball gewaltig gespielt hat. Dann hat der Reiko seine Beine im Spiel gehabt und dann der Keinze mit der Flanke und dass noch der Flecke nachher dort in der Zone ist. Also, ja, freut mich. Kurzer Blick auf diesen Datenzettel. Hartwig ist Fünfter. Ich sage jetzt nicht bitte, es ist eine Momentaufnahme. Nein, sage ich nicht. Wie stolz bist du, dass Hartwig jetzt zwei Wochen vor Schluss zum fünften Platz steht und seine eigenen Hand hat, die Meistergruppe wieder zu fixieren? Also ich glaube, es gibt niemanden, der mehr stolz ist auf das als ich. Das ist... Das war in der ersten Saison so, das war in der zweiten Saison so und das ist in der dritten Saison so. In der ersten Saison war es wahrgenommen in der Öffentlichkeit oder in der Wahrnehmung, brutal, was da passiert, also normal Fixabsteiger und war alles eine Sensation. Im zweiten Jahr war es auch noch so gefühlt eine Sensation, aber trotzdem für viele halt nachher schon okay. Und heuer ist es für mich in der Wahrnehmung so, als ob es eine selbstverständliche Geschichte ist. Und diese Selbstverständlichkeit wird es in Hartberg nie geben. Also, dass wir zwei Runden vor Schluss in einer Situation sind, dass wir es wirklich selbst aus eigenen Händen schaffen können, ist gewaltig. Ich glaube, dafür muss die Mannschaft richtig, richtig stolz. Ich bin extrem angetan, wie sie sich aus schwierigen Phasen, die wir heuer sicher gehabt haben, einfach auch entwickelt hat und sie einfach so präsentiert. Und wir haben jetzt dann in dem Viertel, glaube ich, jetzt mit dem heutigen Spiel waren das jetzt dann 17 Punkte. So viel haben wir noch nie in irgendeinem Viertel in unseren drei Jahren jetzt dann gemacht. Das heißt, wir sind am Punkt da und wissen es natürlich auch, was es heißt, richtig zu investieren. Und das haben wir über die letzten Wochen getan, aber auch in der Phase, wo es vielleicht so nicht wahrgenommen wurde. Und deswegen, glaube ich, stehen wir verdient da, wo wir sind. Und wissen aber auch, dass es nochmal richtig zweimal hackeln sein wird, damit man nachher dieses klar definierte Ziel Klassenerhalt erreichen kann, weil das ist ja wirklich das Absurde an der Situation. Wir reden heute über die Top 6 und im Falle dessen, dass es nicht ausgeht, rede ich in 14 Tagen um einen Abstieg. Und das ist in Wahrheit eine Situation, die komplett verrückt ist. Aber nochmal, das ist einfach der Modus, das ist einfach die Konstellation. Und ja, für mich vielleicht abschließend, ganz wichtiger zu erwähnen, dass wir heute mit dem heutigen Sieg 15 Punkte Vorsprung auf die Admira haben, die sind der Tabellenletzter. Jetzt dann 15 Punkte ist auch nach der Punkteteilung ein richtiges Stück Arbeit für die Mannschaft, die das aufholen muss. Dementsprechend sage ich einmal, sind wir auf einem guten Weg, unser Ziel zu erreichen. Und unser Ziel war immer, in der Liga zu bleiben. Und jeder, der was anderes erwartet hat, oder der ist ein Träumer. Das sind wir nicht. Wir wissen, was es heißt, oder dabei zu sein. Und ich weiß auch, wie sich das Bild ein bisschen verändert hat. Und deswegen, glaube ich, war es ein richtiger Challenge bis dato. Clemens. Wenn Hartberg und BRC über den Tisch bleiben sollten, was sagt denn das über die sechs Mannschaften aus, wenn es zweimal hintereinander die gleichen sechs Mannschaften über den Strich schaffen? Ich weiß, was es für Salzburg Rapid bedeutet. Das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Das, was wir immer gesagt haben, oder wo ich von Beginn der Saison der Meinung war, ist, in Wahrheit sind sechs Plätze vergeben. Ja? Da nehme ich jetzt den Gewinn Austria dazu, da nehme ich auch aktuell den BRC dazu, weil sie aufgrund ihrer Entwicklung ja einfach diesen Anspruch haben müssen. Das heißt, da bleibt nicht viel übrig. Und deswegen habe ich ja immer gesagt, als DSV Hartberg oder als Admira oder als St. Pölten gilt es, bereit zu sein, wenn eine dieser Mannschaften auslässt. Und wir erleben heuer eine Situation, wo eine große Mannschaft einfach die Möglichkeit den kleinen Mannschaften gibt, da dazu zu kommen. Und dass wir wieder da dabei sind, ist grandios, ist spannend. Aber nochmal, um dorthin zu kommen, braucht es noch was. Und das wissen wir.
und die Mannschaft investiert dementsprechend viel, um dieses Ziel wirklich zu erreichen, vielleicht wirklich bei den Top 6 dabei zu sein. Und verdienen wird sie es. Christoph. Ich komme nochmal zu den Datenzettel und schaue mir die Tabelle an und sehe, dass ihr im Vergleich zu den letzten Jahren viel, viel weniger Gegentore passiert. Und siehst du auch, dass wir weniger geschossen haben? Das schon auch, aber gerade diese wenigen Gegentore, oder gerade diese Gegentore waren oft ein sehr, sehr großes Problem in der Vergangenheit. Siehst du das als ein Schlüssel zum Erfolg? Also jeder, der unsere Spielanlage über die letzten Jahre gesehen hat, hat verstanden, dass wenn man als DSV Hartberg so aktiv mitgestalten will, auch immer Gefahr läuft, Tore zu bekommen. Der Modus an sich war für uns immer ein Anlass, auch dafür zu sagen, pass auf, mit der Punkteteilung, was passiert nachher? Und klar ist es, die Tordifferenz an sich ist jetzt dann für uns ein Thema, weil wir natürlich trotzdem sehen, dass wir eine negative Tordifferenz haben, im Vergleich zu den Konkurrenten einfach die schlechteste Tordifferenz haben. Aber ein Spiel wie zum Beispiel in Salzburg 7:1 zu verlieren, ist auch für uns etwas, was man richtig einordnen kann. Und man muss noch wissen, wie agiert man dort? Versteckt man sich komplett? Versucht einfach nur den Schaden so gering wie möglich zu halten oder versucht da immer wieder irgendwas zu probieren? Und ich glaube, dass wir uns über all diese 3 Jahre nie irgendwo verstecken wollten, sondern immer versucht haben, unser Spiel zu machen. Und deswegen sehe ich dieses Thema mit der Tordifferenz auch heuer etwas gelassener, wohlwissend, dass es natürlich angenehmer ist zu wissen, dass eine gewisse Stabilität vorhanden ist, dass nicht jeder Angriff gleich zu einem Gegentor führt, aber auch klarerweise auf der anderen Seite, was wir heuer schon investieren müssen, damit wir zu Tore kommen. Und das hat ein bisschen auch damit zu tun, wie wir wahrgenommen werden, war es in den ersten, vor allem in der ersten Saison immer in der Underdog-Rolle, in der zweiten Saison über einen Großteil der Saison noch schon als ernster Gegner, aber heuer waren wir in vielen Spielen, vor allem im Herbst, eine Mannschaft, die sehr gestaltend agieren musste und dadurch natürlich auch wir mit unseren Möglichkeiten oft Torschancen erarbeitet haben, aber die Tore nicht gemacht haben. Also die Mischung macht es nachher aus und ich glaube, eine funktionierende Mannschaft zeigt es nachher auch, dass sie mit solchen auch höheren Niederlagen relativ gut umgehen kann. Wolltest du jetzt auf diese höheren Niederlagen eingehen, wenn du die letzten Spiele anschaust? Es waren oft sehr enge Spiele, was auch auf der Demo war, in der Vergangenheit selten zu Null gespielt. Du bist halt viel, viel öfter zu Null, du spielst defensiv viel, viel stärker und du kriegst viel, viel, viel weniger Gegentore. Das ist ja etwas Positives, oder? Also, dem wolltest du ja immer, oder hast du noch gesagt, an dem müsst ihr arbeiten und das funktioniert ja jetzt? Natürlich, weil es ja natürlich immer ein Thema ist, weil wenn man Spiele analysiert, dann sieht man einfach, wie wir oft einfach Tore bekommen. Ich für mich, ich würde es mir mal wünschen, wenn wir mal 2-0 oder 3-0 führen würden, weil dieses Gefühl gibt es bei uns nicht. Es ist permanent ein Kampf bis zur letzten Sekunde. Aber das ist auch okay so. Ich für mich, ich habe es nie zum zentralen Thema gemacht, zum sagen, wir müssen jetzt defensiv besser sein. Weil es für mich immer die Frage ist, wie stabil und in welchem Gleichgewicht stehen wir am Platz? Können wir immer gefährlich werden? Oder ist diese Gefahr, die wir ausstrahlen, immer damit verbunden, dass wir sehr leicht Gegentore bekommen? Und das war sicher im Herbst oft das Thema, dass wir sehr viele Spiele gehabt haben, wo wir sehr klar am Platz waren, aber der Gegner viel zu leicht zu Möglichkeiten und zu Torerfolgen gekommen ist. Und das hat ein bisschen auch damit zu tun, welche Charaktere hast du in deiner Mannschaft? Und deswegen ist es so wichtig, einen Bakari fit zu haben, der einfach so viel Stabilität im Zentrum geben kann. Man darf nicht vergessen, der hat uns fast den ganzen Herbst gefällt gehabt. Du hast jetzt mit einem Fleck einen Spieler dazu bekommen, der dich sowohl offensiv als auch defensiv stabiler macht. Das sind einfach Komponenten, die für uns in Hartberg jetzt nicht doppelt und dreifach besetzt sind, sondern das sind einfach Situationen, mit denen wir arbeiten müssen und wir einfach auch wissen, wie abhängig wir von gewissen Elementen sind. Und ich glaube, dass sich speziell um gewisse Spieler noch ein anderes sehr, sehr gut entwickeln können, vor allem, weil sie noch wissen, sie können in ihren Stärken fungieren. Und das ist etwas, was ein Gleichgewicht in einer Mannschaft oft zum Kippen bringen kann, so wie am Beginn der Meisterschaft, wo auf einmal noch ein paar Spieler ganz was anderes machen mussten, weil halt vielleicht der Bucky nicht da war. Und dadurch viele Dinge noch nicht mehr so reibungslos passieren. Und ich glaube, dass wir vor allem mit Fortdauer der Meisterschaft da sehr, sehr konstant geworden sind. Und deswegen freut es mich, dass wir weniger Gegentore bekommen. Ich würde noch ein bisschen mehr gern schießen. Wenn du
wenn der Gegner Großschuss hat, steht da hinten immer einer, der irgendeinen Körper dahin hat. Und wenn das Gesicht ist, wie in der Austria. Nein. Also, René ist über meine 3 Jahre, oder knapp 3 Jahre, was ich jetzt da bin, und die meisten werden auch wissen, was in der Saison davor und davor passiert ist. Also, der René ist ein unglaublicher Rückhalt, weil er es schafft, im richtigen Moment ein Big Save zu machen. Und jeder, der in dem Spiel einmal drinnen war, weiß, was es heißt, in der letzten Linie jemanden zu haben, der einmal einen Unmöglichen haltet. Ja, und das ist der René. Das wissen wir sehr zu schätzen und sind natürlich auch sehr froh, dass er vor allem in dieser entscheidenden Phase jetzt dann uns ja, natürlich auch so unterstützt, damit wir unsere Resultate haben können.